Oh, schöne Kerzen. Die brennen. Die brennen. So, au! Ah! Ah, Gegner! Dich. Und Joko so zu einer neuen Folge Counter-Strike Global Offensive. Na! Mit gleich mal ein bisschen vielen Gegnern. Übrigens im Wettrüstenmodus und auf Dings da. Und irgendwie habe ich gerade bei dem einen ein bisschen viel daneben geschossen. Und dann... Okay, gerade hat es ein bisschen geleckt, glaube ich. Was ist denn jetzt los? Oh, war Aufwärmzeit. Achso, habe ich gar nicht mitbekommen. Ich dachte, die Aufwärmzeit wäre gerade zu Ende gewesen. Aber die, ja. Na gut. Ich dachte, die Anzeige hätte angezeigt, dass die Aufwärmzeit gerade zu Ende ist. Aber da lag ich dann wohl falsch mit meiner Vermutung. Deswegen waren die auch schon so weit vorne. Jetzt verstehe ich es. Pipi Beisen ist toll, Pipi Beisen ist toll. Und ja, was mache ich denn? Und ich mach dummes Zeug. Nein! Blöde, unpräzise Waffe. So. Ist übrigens heute immerhin die. Ach Mann! Blödes Gras. Ist immerhin heute die zweite Runde, die ich spiele. Ich habe vorher schon eine Wettrüstenrunde gespielt. Okay, kleiner Leck. Weil ich nämlich eigentlich, also weil ich bei dem eigentlich tollen Programm Web3 aus Versehen auf Optimieren aller nicht optimierten Spiele geklickt habe und deswegen hat Web3 möglicherweise irgendwas bei den Einstellungen geändert und deswegen wollte ich testen, ob jetzt was sich da alles verändert hat. Mir ist aber nicht wirklich was aufgefallen und deswegen allerdings dachte ich, vielleicht hat er was in den Grafikeinstellungen gemacht, dass die FPS höher sind. Weil er versucht hat, das Perfekte zu machen. Ja, gerade bin ich ganz okay, gut. Versucht hat, die perfekten Einstellungen für meinen PC hinzubekommen. Das macht Web3 halt immer so, auch wenn das teilweise ziemlich nervig ist. Wenn man da aus Versehen raufklickt. Auf jeden Fall scheint es mir so, als ob sich nichts verändert hätte. Ich habe gesehen, dass du dich hinter der Tür versteckst. Tu mal nicht so. Jetzt bin ich... Hä, ich bin immer noch Teamführender. Achso, ja gut, jetzt ist er schon weg. Nein, er hat mir die Führung, er hat mir den Führerplatz geklaut. Da bin ich eigentlich jetzt nicht so unglücklich drüber, aber egal. So. Ah. Was mache ich denn? So, bin ich jetzt wieder... Nee. Ich habe gerade nur den Gegner von den Führenden getötet. Ach so. Okay, ah. Okay, blöde Säule. Ah, nein, nicht mich messern, nicht mich messern. Hä, was mache ich eigentlich? Scheiße, was mache ich denn manchmal? Ich habe so seltsam neben ihn geschossen und... Hä? Ah. Und hätte vielleicht nicht, während mir gerade ein Gegner entgegenkommt, Tab drücken sollen. Oh, ich wusste nicht, dass gerade ein Spawncamper unterwegs ist bei uns. Irgendwie weiß ich gerade nicht, was ich tun soll. Ich wollte auf irgendwelche Gegner schießen, aber man waren keine Gegner da, auf die ich schießen könnte. Und das war blöd. Und jetzt habe ich irgendwie, gerade als ich in den Scope gegangen bin, total die Orientierung verloren und irgendwo ganz in eine andere Richtung geschossen. Well played. Da oben, da vorne ist ein Gegner, aber den treffe ich so kaum. Deswegen versuche ich es mal lieber gar nicht erst. Hä, was ist denn das gerade? Ich hatte gerade das Gefühl, dass meine Maus total seltsam woanders hingezogen hat. No. Aber meine KD ist positiv und darüber bin ich glücklich, dass das inzwischen auf jeden Fall im Wettrüstenmodus Standard bei mir ist. Oh. Na, diese scheiß Mixhelfen! Ah, ich hab... Okay, ich hab mir jemanden getötet. Okay, sie ist nicht scheiße. Na, eigentlich schon, aber egal. Gerade ist sie nicht ganz so scheiße, nämlich wie sonst. Nein! Also der oben wurde gerade angezeigt, er hätte mich durch die Tür getötet, aber eigentlich hat er mich echt nur durch die Überreste der Tür getötet. Als Tür würde ich das nicht mehr bezeichnen, was das da war. Ah nein! Ein Gegner! Ah, danke! Gebrauchbare Waffe zurückbekommen. Sogar ziemlich gute Waffe eigentlich.
getötet. Hä? Abgesägte Schrotflinte ist klar. Also, achso, wahrscheinlich hatte der davor noch eine abgesägte Schrotflinte und... Achso, gut. Nach der abgesägten Schrotflinte, die kommt wahrscheinlich nach der Scheißwaffe. Mac 7, ah nee, doch nicht, da kommt glaube ich erstmal, ach, keine Ahnung. Erstmal die andere schlechte Shotgun. Vielleicht auch noch irgendwie die gute Shotgun, ach, ich weiß es nicht. Ach stimmt, ich hatte, ah, okay, da kommt doch erstmal die abgesägte Schrotflinte. Naja, weiß ich jetzt nicht. Jedenfalls weiß ich offensichtlich, dass nach der abgesägten Schrotflinte ist. Ah nee, doch nicht, das war ja ein Gegner. Ah, über was rede ich überhaupt Sinnloses? Bei den Gegnern kann die Reihenfolge ja auch ein bisschen anders sein. Bei den CTs. Nein! Scheiß Shotguns immer. Meine KD ist neutral. Ich hab scheiß Shotgun, nein, meine KD ist negativ, aber wie soll ich die auch verbessern mit so einer scheiß Shotgun? Ah, hä? Ach, der hatte dieselbe Shotgun. Nur hat er sich schneller umgedreht als ich. Ja, erwischt. Das war, glaube ich, der, der mich vorher auch mit derselben getötet hat. Ich habe jetzt nicht auf die Namen geachtet, aber ich gehe mal davon aus. Na! Aus dem Weg, Tür. Blöde Tür. Steht einfach am Weg rum. Hier oben war doch vor kurzem noch ein Gegner. Der ist wahrscheinlich inzwischen schon tot. Naja. So. Nein. Wie soll ich meine KD mit dieser scheiß Waffe wieder positiv kriegen? Ah. Endlich eine neue Waffe. Endlich keine scheiß Shotgun mehr. Na. Ah. Jetzt hat er mich mit einer MX7 getötet. Ah. Aber ist doch egal. Jetzt habe ich schließlich eine gute Waffe. Ah, was? Okay. Komme ich mit der gerade auch nicht klar. Okay. Mit dem Double Scope komme ich gerade überhaupt nicht klar irgendwie. Vielleicht hat es doch was mit dem Update zu tun. Ja. Ich dachte, jetzt habe ich wieder bessere Chancen mit so einer guten Waffe. Aber nein. Kam da gerade einer rüber? Ja, kam. Okay, jetzt habe ich eine noch bessere. Auf jeden Fall eine, die ich noch lieber mag. Was? Ich bin der Schlechteste in meinem Team. Wieso denn das jetzt? Wahrscheinlich, weil ich mal wieder so lange bei den schlechten Shotguns rumhing. Immer dasselbe bei denen. Naja, Banana-Hashtag hat gewonnen. Oder Banana-Doppelkreuz. So. Hoffentlich St. Mark will ich jetzt eigentlich... Na egal, jetzt habe ich für Monastery gestimmt. Finde ich schade, dass man seine Stimme nicht ändern kann. Außer man verlässt den Server, wie da jetzt gerade zwei Leute das getan haben. Naja. Ja, Monastery. Und ich werde jetzt auf jeden Fall beim Map-Change keinen Cut machen. Weil das nachher in Audacity ziemlich anstrengend ist, wieder richtig zu machen. Denken Sie daran, im Wettkampfmodus Rüstung zu kaufen. Das Tragen von Rüstung erlaubt es Ihnen, mehr Schaden einzustecken und länger am Leben zu bleiben. Egal wie oft ich das lese, ich vergesse es trotzdem andauernd. Nun ja, ich habe auch erst 5 Wettkampfmatches gespielt. 3 davon waren auf Inferno. Und 2 davon habe ich nicht zu Ende gespielt. Die beiden, die ich nicht zu Ende gespielt habe, waren nicht auf Inferno. Also, ich habe 5 Wettkampfmatches bisher gespielt. Und alle Wettkampfmatches, die ich bisher zu Ende gespielt habe, habe ich auf Inferno gespielt. Allerdings habe ich nur 2 von ihnen gewonnen. Von den 3. Was? Nein, ich bin City! Nein! Wieso muss ich City sein? Na! Oh, gleich habe ich gar keine Lust, richtig zu spielen. Nicht Abstimmung starten, das hatte ich nicht vor. Egal. Wenn ich City bin, bin ich auf der Map immer sehr viel schlechter, als wenn ich T bin. Okay, scheiße.
Ah! Was? Der sah gerade mit seinem Messer so seltsam aus. Ich wollte eigentlich gar nicht in ein Messerduell gehen. Ich wollte nur irgendwo nachladen, aber irgendwie hat es nicht geklappt. So. Kann ich Team wählen? Kann ich zu? Nein. Mann. Vor kurzem mal war ich in einer Runde als T ziemlich gut. Als T bin ich auf dieser Map oft ziemlich gut, aber als City nicht. Ja, ehrlich gesagt weiß ich. Nein! Wurde ich gerade gemessert? Ja. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob ich als CT schlechter bin auf dieser Map als auf T, als T, weil ich eigentlich nie CT bin. Aber demzufolge kann das sogar sehr gut sein. Ich versuche nämlich immer mit ganzer Kraft zu verhindern, CT sein zu müssen. Besonders auf dieser Map, also eigentlich auf jeder Map, aber auch auf dieser besonders. Also auch außer auf Shoots, der ist mir eigentlich ziemlich egal. Der macht das auch nicht wirklich einen Unterschied vom Map-Aufbau her. Ich bin trotzdem immer noch lieber T. Einfach aus Prinzip. Na! Als CT bin ich gleich viel schlechter wie als T. Scheiße. Okay, ich hätte vielleicht lieber Impulsfeuer machen sollen. Das Problem ist, bei der Mac-10 bringt das auch kaum was. Die schießt sowieso so schnell, auch wenn man immer einzelne Klicks macht. Hä? Okay, keine Ahnung, wieso ich da keinen Gegner gesehen habe. Jetzt bin ich eigentlich auch ziemlich ein Spawn-Camper, aber egal. Diese Gegner, die sind hier so gut getarnt. Whoop, whoop, Sound of Police. Ach ja. Das klingt eher nach was. So, sagen wir es. Es klingt auf jeden Fall irgendwie nicht wirklich nach Polizei. Aber wenn er meint, dass die Polizei bei ihm so klingt. Oh. Naja, ich hätte eigentlich besser was anderes machen sollen, aber egal. Ihn messern sollen. Aber irgendwie mag ich es nicht zu messern. Ich mag es immer lieber, die dann zu erschießen. Oh. Hat er gerade plötzlich nach unten geschossen? Hm. Verstehe ich nicht, wieso das. Ah, okay, etwas viele Gegner. Hm. Bin ich mehr weggekommen. Ah. Ach ja, genau. In einem von Taddles letzten Videos hat GLP gesagt, dass gutes Kommentieren einfach nur komische Geräusche machen ist. Da ist mir auch eingefallen, ich glaube, das mit meinen komischen Sterbegeräuschen ist eine gute Idee. Das ist dann als gutes Kommentieren einstufbar oder so. Eigentlich wollte ich ein intelligenter klingendes Wort nehmen, aber mir fiel es irgendwie dann doch plötzlich nicht mehr ein. Oh, schöne Kerzen. Die brennen. Die brennen. So, au! Ah! Ah, Gegner! Vielleicht. Oh, hab ihn sogar noch erwischt, okay. Das hätte ich nicht erwartet. Schöne Kerzen. Schöne Kerzen. Ah, noch ein Gegner. So, jetzt habe ich es mal versucht, mit dem komischen Geräusche machen. Okay, das waren sehr, sehr komische Geräusche. Ja, stimmt. Gegnerischen Führenden getötet. Sehr gut. Ja, teilweise habe ich doch das Gefühl, dass dass es tatsächlich so schlecht war, wohl doch daran lag, dass ich einfach zu wenig Erfahrung in diesem Spiel hatte.
Dafür werde ich jetzt in Weak Force wieder total schlecht. Die Unterschiede zwischen CSGO und Weak Force sind eben einfach etwas zu groß. Um beide parallel halbwegs okay spielen zu können. Ich weiß nicht, wieso ich genau zwischen die beiden geschossen habe. Und ich weiß auch nicht, wieso ich gerade erstmal dachte, das wäre ein Gegner. Ja. Abdampfrohre, okay. Sehen schon wirklich sehr terroristisch aus. Und mehrere Abdampfrohre hintereinander. Wenn's, wenn da fünf Abdampfrohre, das war ja ein Gegner, oh. Hätte vielleicht nicht Tab drücken sollen. Tab, ja. Mehrere Abdampfrohre hintereinander. Also fünf Abdampfrohre nebeneinander sind eine terroristische Vereinigung von Abdampfrohren. Kerzen, Kerzen sind da vorne, Kerzen sind da vorne wieder. Ja! Scheiße. Ich finde zwar diese Runde nicht so gut, aber irgendwie ist die Runde lustig. Nein! Das, wo ich jetzt schon mal eine gute Shotgun habe. Gibt's eigentlich auf Safehouse nur... Nein, ich wurde gemessert! Und, oh, damit ist die Runde sogar zu Ende. Ich nehme aber, glaube ich, sogar noch eine auf. So, weil es ist ja jetzt erst 12 Uhr gleich. Obwohl. Nee, ich nehme nicht noch eine Runde. Ich würde gerne noch eine Runde aufnehmen, weil ich glaube, die Vermutung zu haben, dass die Folge sonst etwas zu lang wird. Ja. Und ich will nicht den ganzen restlichen Tag damit verbringen, das Video zu rendern. Also da muss ich ja nicht dabei sein, aber ich will auch noch anderes an meinem Computer machen. Also rendern und dann hochzuladen. Yeah, das dauert nämlich insgesamt schon eine Weile und beim Rendern kann man nicht mehr wirklich was anderes am Computer machen oder auf jeden Fall nicht spielen und wenn man hochlädt, kann man auf jeden Fall nicht online spielen. Ja, deswegen war es das jetzt mit dieser Folge CSGO, also nicht den Daumen vergessen und bis zum nächsten Video. Okay, ich bin schlecht im komische Geräusche machen, stimmt. Konnichiwa auf der Endcard. Wenn ihr oben rechts hinklickt, kommt ihr zur Counter Strike Global Offensive Playlist und wenn ihr unten links hinklickt, kommt ihr zu einem zufälligen von der Calls nächsten Videos. Dann, wenn euch das Video gut gefallen hat, dann gebt ihm am besten einen Daumen nach hoch. Und dann, ihr macht ein Abo und ich mache einen Abgang. Matane. Und Hashtag YouTuber Imitation for the win.